Freiflugmodus, Weg in Herz in die Galaxie, Weg zur Atlas-Schüssel, Freiflugmodus. Oh Gott, man konnte sich das doch irgendwie markieren, wieso geht das nicht? Warte mal. Wo ist denn die Galaxie, die wir so benannt haben? Das Sonnensystem, Entschuldigung, ich sag immer Galaxie! Sonnensystem, Entschuldigung. Heimat, Galaxie, System, Sonnensystem. Nee, Flexversum war es nicht. Hä? Es müsste ja eigentlich oben sein, ne, oder? Da! Wie kommen wir denn da hin? Herzlichen Glückwunsch zum 300. Dankeschön! Kevin, vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. Toll, der USB-Stick, was? Klebt gar nicht am Finger. Jedes Mal, dann klebt der Finger. Hä? Was? Dann klebt der Finger. Achso. Wie komme ich denn hier zu dieser Galaxie wieder hin, wo ich schon war? Ansehen. Die werde ich doch nie im Leben wiederfinden. Diese Galaxie werde ich nie im Leben wiederfinden. Nie im Leben werde ich die wiederfinden. Oder dieses Sonnensystem. Nie im Leben. Schokomann, danke für den Follower. Vielen lieben Dank, dankeschön. Oh Gott, jetzt hatten wir echt einen radioaktiven Planeten gefunden und ich finde den nicht wieder. Das ist doch nicht wahr. Das gibt's doch nicht. Wie soll ich denn den hier in diesen... in dieser Galaxie wiederfinden überall? Kann man sich das nicht irgendwie aus... Kann man das nicht irgendwie... Ich hatte doch... Irgendwo konnte man sich das doch markieren. Freiflugmodus, umsehen, beschleunigen. Atlas-Schnittstelle. Komm, wir fliegen mal hier hin. Egal, komm. Da müssen wir halt einen neuen Planeten suchen. Komm. Verdammt. Schokomann! Dankeschön für den Follower. Vielen lieben Dank. Wahnsinn. Wahnsinn. ...300 Folgen LPLS. Das war gar nicht meine Absicht damals, wenn ich so zurückdenke. Das war gar nicht meine Absicht, so lange zu streamen, also... ...das so, ja nicht professionell, aber das so halt zu machen, so halt immer Wochenende und so... ...das war gar nicht so meine Absicht, wenn ich so daran zurückdenke. Das war so einfach nur so aus... ...einfach nur so, ja komm, machst du mal und mal gucken. Oh Gott, ich werde hier keinen Planeten finden. Genau, einfach drauf losfliegen. Spandonium. Nein, wir brauchen Kandensium. Oh Mann, ich hatte vorhin echt Planeten gefunden. Einen radioaktiven. Operationszentrale entdeckt. Schön. Kandensium! Ja! Ich komme! Voll geil! Juhu! Die erste... Das erste Sonnensystem. Und wir finden direkt das Richtige. Boah, wie geil. Ja. So, das ist doch schon mal super. Das lobe ich mir doch. Das lobe ich mir doch. Da werden wir echt eine Menge dann jetzt von mitnehmen. Weil wir haben ja genug Platz. Wir haben ja alles, glaube ich, im Lager gelassen, was wir halt nicht brauchten und so. So. Achso, was ich sagen wollte. Genau, wegen der Festplatte. Ich war ja vorhin bei dem Thema mit der Festplatte. Vor einer halben Stunde oder eine Stunde oder so. Weil meine Festplatte läuft voll. Und, also wahrscheinlich nicht mehr in diesem Stream jetzt in 12 Stunden. Aber, ja, meine 3 Terabyte sind dann voll. Ich möchte ungern da was von löschen. Ich werde mir wahrscheinlich eine 8 Terabyte Festplatte kaufen. Und ich habe mal so geguckt, die liegt so bei 250 bis 270 Euro, glaube ich. 8 Terabyte, glaube ich, da habe ich erstmal genug von und genug ausgesorgt für.
was Streams und Let's Plays dann angeht. Und ich will auch keinen großartigen Cloud-Server, was bringt mir gar nichts. So, kann ich denn hier... Warte mal, ist hier irgendwie was? Ich fliege mal ein bisschen niedriger. Die Frage ist, sind die Pflanzen hier überall verteilt? Wir müssen mal gucken, ich lande gleich mal irgendwo hier. Komm, ich lande... Ja, 8 Terabyte brauche ich. Naja, weil das reicht vollkommen. Weil die Platte jetzt, die hat jetzt... Wie lange hat die gehalten? Also da ist jetzt noch so circa 700 GB frei, 750 so im Schnitt ist noch frei. Und die wird, denke ich mal, dieses Jahr volllaufen. Ja, vielleicht sogar noch niemals ganz das ganze Jahr halten. Und da brauche ich was Neues. Und die hat wahrscheinlich, sag mal so, anderthalb Jahre hat die gehalten. Deswegen muss ich zusehen, dass ich da mal... Ja, da... Dass ich da was Neues mir organisiere. Und ich glaube, mit 8 Terabyte bin ich ganz gut bedient. Jawoll. Da kriegen wir viel... Was ist denn hier los? Boah, und guck mal, wie viel Zink wir hier kriegen. Warte mal, ich fülle mal eben unsere Dings auf. Unsere Radioaktiv-Dings hier. Dings-Bums-Bums-Dings hier. Dann können wir hier ein bisschen länger bleiben. Und dann können wir nämlich auch ein bisschen Zink sammeln und so. Boah, das ist ja geil. Ich habe 1 Terabyte bekommen, den ich voll... Ja, wir reden nicht von PlayStation-Spiele oder beziehungsweise, ja, PC-Festplatten ist. Ja, wenn du da nur Musik und so und, ne. Aber die Filme oder die Aufnahmen, die sind schon groß, ne. Die Videoaufnahmen von den Let's Plays und alles, die sind schon riesig. Oder hier von den Streams, ne. Festplatten sind schnell voll, erst recht mit Videos, ja, deswegen. Ne, aber gut, ich war mit der 3 Terabyte eigentlich relativ gut bedient, wie das am Anfang war. Da konnte ich noch gut was draufpacken. Ich habe aber mittlerweile zwischendurch auch mal was gelöscht gehabt, oder hatte mal was gelöscht gehabt. Aber, das möchte ich nicht mehr, weil ich möchte die Sachen behalten. Ich möchte die quasi so archivieren, dass man irgendwann mal wieder so da drauf gucken kann. Und falls mal vielleicht doch irgendwie mal was ist mit Videos auf YouTube oder sonst irgendwo, dass man die wiederholen kann. So, hier ist die Pflanze, ne? Oder es müsste die hier sein. Boah, krass, die ist so klein, aber man kriegt echt viel davon. Und Plutonium. Nehmen wir mit. Wenn wir schon da sind. So, einmal scannen. Okay. Was ist das denn? Was ist das? Achso, ich hatte mir überlegt, heute übrigens irgendwie so noch einen Horrortitel mir zu organisieren für den Stream heute. Aber ich war mir nicht sicher, welchen. Also jetzt neben Outlast noch irgendwie ein Horrortitel oder so. Vielleicht so ein Resident Evil. So ein Resident Evil Zero war ich echt überlegen, weil den habe ich auf dem Gamecube damals gespielt, fand den total geil. Naja, wenn YouTube pleite geht oder mal dicht ist, ja genau. Geh hin, greif ihn an! Nein, der tut ja nichts. Warum soll ich ihn angreifen? Warum muss ich mal alles angreifen? Ich bin ein gutmütiger Mensch. Lass den leben. Dein Istamium. So. Nehmen wir mit. Wir haben unseren Schutzhandschuh jetzt. Jetzt können wir richtig ordentlich abgrabbeln. Da ist Zink. Kann es sein, dass auf radioaktiven Planeten mehr Zink gibt? Es sieht schon strange aus, ne, muss man sagen. Es ist schon irgendwie sehr merkwürdig. Dieses Krabben-Oktopus-Dingensbummens-Vieh. So. Tiere killen geben Monolith. Ja, weiß ich. Habe ich. Ich habe ja schon ein bisschen was gesammelt davon. Aber ich töte ungern Tiere hier. Ich lebe vegan. Auf diesem Planeten. Huch, uha. Also nicht auf diesem, sondern auf den anderen Planeten. Ich töte kaum Tiere. Karl, ich töte keine Menschen. Da ist schon mal so eine Fleischpeitsche.
Ich hasse Krabben. Oh, da, warte mal. Da ist die kleine Pflanze. Die müssen wir einsammeln. Weil davon nehmen wir mal ruhig mal ein bisschen mehr mit. Weil je mehr wir haben, desto mehr haben wir dann auch nachher im Lager, falls wir davon nochmal was brauchen oder so. Alter, aua! Wissen! Alter. So, ciao. Steht hier keine Tiere. Entschuldigung. So, achso, ich wollte scannen, ne? Genau. Um zu gucken, ob hier noch irgendwie irgendwas ist. Was? Mordit geben. Was? Zeche später? Zeche? 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 Kann ich hier eine Zeche bauen später, oder was? Ja, geh mir doch aus dem Bild. Mirasam, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Hallöchen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Willkommen zur 93. Folge Let's Play Live Show, die Jubiläumsfolge heute. Willkommen zum 12-Stunden-Marathon. Also nicht, wir spielen nicht nur... Ja, also nicht, dass jetzt die Leute hier reinkommen im Stream und denken, Alter, der spielt 12 Stunden No Man's Sky. Nein, Gottes Willen. Wir haben jede Menge Zeit. Wir fangen mit No Man's Sky ganz gemütlich an. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So. Ach, Units. Ach so, Modded geben Units. Ach so, ja. Hm. Ja, ich will ja unbedingt so einen Kreuzer haben. Der kostet 7 Millionen. Aber erstmal will ich jetzt mir meine ganzen Terminals fertig bauen. Hast du wieder die Zeche geprellt? Ja, natürlich. Kennst mich doch. So. Lalalala. Vor allem jetzt macht das auch alles wieder Sinn, hier rumzulaufen und zu farmen, weil man die Sachen braucht. Das ist so geil. Habe ich jetzt aufgesammelt? Weil es jetzt gerade nicht so danach aussah. Oh, guck mal, da hinten noch mehr. Und noch mehr Plutonium. Also wenn mir jetzt so ein Tier in den Strahl läuft oder so, ne? Da kann ich natürlich nichts für, ne? Das sag ich dann auch immer in der Disco, ne? Wenn mir irgendwie so ein Typ oder so in meinem Strahl läuft, da kann ich auch nichts für. Tut mir leid. So. Hm, da hinten ist ein Lager, sehe ich gerade. Nein, oha. Ja, da ist ein Lager. So, wo haben wir denn hier noch was? Tamium? Platin? Oh, bist du süß! Ich meine süß. Du, mal eine Frage. Ich habe so ein... Was? Sender gefunden? Aber... Wenn ich zu dem fliege, dann ändert sich von der Zeit gar nichts. Sagt immer eine Stunde. Meinst du, ach so, wenn du hinfließt? Okay. Wenn ihr jetzt gesagt hättest, ich laufe dahin, dann hätte ich vielleicht gesagt, ja, das liegt daran, weil das Echtzeit ist. Aber ja, gut, du musst bedenken, wenn du ganz normal fliegst, ja, also nur mit der R2-Taste und versuchst dahin zu fliegen. Das ist Echtzeit. Ja, das heißt, du würdest da wirklich, weil der zeigt dir an, wie lange du wirklich brauchst, um dahin zu fliegen. Mit normaler Geschwindigkeit. Wenn du dann den Boost dabei drückst, Kreistaste, dann wird's weniger. Aber wenn du mit normaler Geschwindigkeit dahin fließt, dann wird's wirklich eine Stunde dauern. Oder zwei oder drei, je nachdem, was da steht. Genau. Ich denke mir mal, wie gesagt, versuch mal beim Hinfliegen Kreis zu drücken. Oder nur Kreis. Dann wirst du sehen, dass die Zeit sich verändert. Also es ist Echtzeit. Und wenn du aussteigen würdest und versuchst dahin zu laufen, dann steht da so wie zum Beispiel, warte mal, so wie hier jetzt bei mir, steht da 1 Minute 23. Ne? Und wenn ich jetzt hinlaufe, siehst du viel zu weniger. 1, 21, 20, 19, 18. Ne? Wenn du läufst, dauert es noch länger. Weil die Planeten sollen ja angeblich, so groß sein, die Planeten sollen ja wirklich so groß sein, fast wie die Erde. Warte mal.
Ich weiß, ich verbrate jetzt den ganzen Zink hier, aber ist mir egal. Aber dafür kann ich noch ein bisschen weiter farmen. Uah. Ja, aber wenn ich dann Speed gebe, dann dauert es immer noch so lange. Ja, weil es Echtzeit ist. Es ist Echtzeit. Es ist wirklich Echtzeit. Da kannst du sogar die Stoppuhr nachstellen. Na? Die Planeten sind riesig. Also stell dir vor, ein Planet ist so groß wie die Erde, wo wir leben. Also jetzt hier, Real Life, ne? Meine ich damit Erde. So groß musst du dir einen Planeten vorstellen. Weil du bist so winzig klein und der Planet ist so riesig. Es ist quasi, es ist, keine Ahnung, hundertfach so groß, tausendfach so groß, hunderttausend, millionenfach so groß wie die GTA-Karte, musst du dir vorstellen. Oh Mann, da fliege ich nicht zu dem Sender. Doch, wieso? Du kannst doch aus dem All fliegen und dann mit dem Hyperantrieb dahin. Dann geht's da noch schneller. Du musst nur gucken, dass du dann halt, wie gesagt, über den, vom Weltraum aus dann halt, über den Hyperantrieb dahin fließt, weil dann geht's noch ein bisschen schneller. Wie gesagt, die Ausmaße halt bei diesen Planeten halt sind riesig. Das ist das halt. Viele denken, ja, das kann doch gar nicht so groß sein. Das ist groß. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Das ist riesig hier alles. Ne, wenn du jetzt hier denkst, ach ja, komm, ich laufe einfach mal bis da hinten hin und dann ist Ende oder so. Ja, von wegen. Wie kann man eigentlich anfangen, eine Base zu bauen? Du musst, wenn du im Weltraum bist, anfangen zu scannen. Und wenn du gescannt hast, zeigt er dir dann mal an, bewohnbare Basis gefunden. Und wenn der bewohnbare Basis dir anzeigt, dann fliehst du dahin und kannst dort anfangen zu bauen. Und dann zeigt er dir auch an, dass du da Terminals bauen musst und so weiter. Underworld, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Dir auch, mein Freund. So, wo sind denn jetzt hier die... Da, Zink. Aber hier weiteres von diesem Kandensium habe ich immer noch nicht gefunden, ne? Strange, strange, strange. Stranger Things. Warte mal. Wo war denn jetzt... War hier nicht gerade irgendwo Zink am liegen? Da unten. Ah, okay. Muss da echt mal schauen. Habe es erst heute früh angefangen. Achso. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Wie gesagt, das Problem ist einfach, dass, wie gesagt, das Spiel erklärt dir gar nichts. Du musst halt selber rumexperimentieren, rausfinden, lesen. Und das hat viele auch, sag ich mal, am Anfang so ein bisschen abgeschreckt, weil du kriegst nichts erklärt. Und da muss man selber so ein bisschen mit sich, ja, liebäugeln und sagen, komm, ich riskiere den Schritt, ich probiere das aus, ne, und pfeffer nicht nach 5 Minuten das Spiel schon in die Ecke. Also man muss echt sich drauf einlassen. Das ist so, leider so. Mirasam, vielen lieben Dank für den Follower. Dankeschön. Dankeschön, ist sehr nett. Dankeschön. Oh, mit Herzchen. Dankeschön. Voll lieb. So. Da ist wieder Zink. Dann können wir auch mal zum Schiff schon mal in die Richtung gehen wieder. Ja eben, deswegen dachte ich, frage ich dich, da du mir gestern auch schon Fragen beantwortet. Ja, dafür ist ja ein Stream da, ne? Fragen zu beantworten oder so. Ne, immer Fragen stellen, immer wieder Fragen stellen, ist ja kein Ding. Dafür sind wir ja da. Dafür sind wir ja eine Community. Community ist ja dafür da, um sich gegenseitig zu helfen. Ne, liebe Xbox-Spieler. So. So. Ich glaube, wie viel haben wir denn jetzt von dem Zeug? 250, 161, okay. Ein paar Sachen würde ich gerne noch finden, dann haben wir noch ein bisschen mehr. Hab das Spiel ca. 20 Stunden gespielt, aber mich hat es einfach nicht gepackt. Wollte es eine Chance geben. Ja, Kollege hat sich darüber gefreut. Ja. Ich find's geil. Ich find's geil, vor allem jetzt mit den Basen bauen und so. Macht's jetzt noch mehr Spaß. Weil du jetzt echt die Ressourcen brauchst, die angezeigt werden oder so. Finde ich voll geil. Vor allem bin ich mal gespannt mit dem Fahrzeug, was kommt. Das wird bestimmt richtig cool. Gefreut. Und ich um 40 Euro reicher. Yeah. Ja, wie gesagt, ist nicht jedermanns Sache, ne? Ich fand's halt am Anfang schon geil und... oh. Ich fand es halt von Anfang an schon sehr geil. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nur halt mir hat auch was gefehlt. Klar, sicher. Und natürlich dieses, wie gesagt, dieses
ja, diese Videos, diese falschen Versprechungen und so, klar, ne? Möchte ich nicht schönreden, ne? Auf jeden Fall. Aber trotzdem finde ich, ist es ein tolles Spiel. Na? So. Ja, Sascha, ich hatte seit Release. Da gab es halt nichts, was versprochen wurde. Ja, sag ich ja, wie gesagt, kann man sich drüber streiten. Ich fand es trotzdem ein tolles Spiel. Ne? Kann man sich halt drüber streiten. Ne? Aber die Frage ist ja, was wurde denn versprochen? Das ist ja immer so die Sache. Ne? Es wurde immer so viel versprochen. Und klar, diesen riesen Sandwurm aus dem Trailer. Ja gut, kann man sich drüber streiten, ob das versprochen ist oder ob das einfach nur so ein Trailer ist. War bei Alien damals auch gewesen. Also nicht Alien Isolation, sondern dieses Alien-Spiel, was da auch von Sega war. Naja, ne? Die können sich ja noch verbessern. Eben, das tun sie ja auch gerade momentan. Wie gesagt, das mit dem Basenbau finde ich total geil. So, ich würde sagen, wir fliegen mal zurück zu unserer Hauptbase. Nun ja, wie sagt man ja, jedem das Seine. Eben. Was? Meine Frau möchte in der Pommesbude was essen. Da fahre ich doch gerne mit. Bis später. Bring mir was mit. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Was? Das habe ich noch nicht verstanden, wie das geht. Was hast du noch nicht verstanden, wie das geht? Was meinst du? Ich habe gerade wahrscheinlich wieder irgendwas gesagt, was ich schon wieder vergessen habe. So. Ui, 4, 3, 2. Achso. Kann ich dir mal zeigen. So, wenn ich jetzt so fliegen würde, ne? So ganz normal. Hier, R2-Taste gedrückt. Hier, damit du das mal siehst, R2. So siehst du, dass auf der die Zeit ganz normal in Sekunden runterläuft, ja? 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43. Das heißt, ich würde jetzt 3 Minuten brauchen. 3 Minuten 40, 3 Minuten 39, bis ich da an der Station ankomme. Da kannst du dir ungefähr vorstellen, wie klein man ist. Und wie riesig das hier alles ist. Ich schicke dir nachher ein Bild, dann kannst du dich daran satt sehen. Ja, ich werde nachher was... Ich werde nachher was zu essen bestellen. Ja, vielleicht. Mal gucken. So. Mit der Base. Ach so. Ja, mit der Base. Zeige ich dir gleich. Wir fliegen ja sowieso dahin.